Ahnenarbeit. Woher kommen wir? Welche Einflüsse sind über die Generationen in uns wirksam? Dazu hören wir ganz spannende Einsichten von der Schamanin und Heilerin Jeanne Ruhland. Liebe Jeanne, du bist Heilerin, du bist Schamanin. Wir selber haben vor einiger Zeit mal eine Ahnenreise nach Nordfrankreich gemacht, nach Carnac in Merlins Wald, nach Chartres. Wie bist du denn als Schamanin, du bist auch Mutter von drei Kindern, natürlich davon auch schon interessant her, sich um die Ahnen zu kümmern, aber wie bist du zur Ahnenarbeit gekommen? Was bedeutet das eigentlich? Ja, Ahnenarbeit ist für mich eine ganz große Heilarbeit. Eine Arbeit, in der wir unser Potenzial erwecken, in der wir unsere Schatten auflösen, weil das ja alles in uns gespeichert ist und in der wir sehr tief in die Seele Einblick erhalten. Zur Ahnenarbeit bin ich gekommen durch meine schamanischen Einweihungen. Damals gab es eine Sequenz, die nannte sich Schutz und Kraft. Das ist über 20 Jahre her mittlerweile. Und in dieser Sequenz hatten wir die Aufgabe, auf dem Blut unserer Ahnen zurückzureisen zu den Ahnen und Ahninnen, die in ihrer vollsten Kraft und Größe hier auf diesem Planeten gewirkt haben und deren Potenzial bis heute da ist und das wir wieder aktivieren können, damit wir es erneut in die Welt auf neue Weise bringen können. Was bedeutet das, auf dem Blut zu reisen? Das ist eine Innenweltreise. Wir haben ja die äußere Welt und die innere Welt. Die schamanische Weltsicht besteht aus dem Weltenbaum. Ja, die äußere Welt wird oft dargestellt als Gebirge, die innere Welt als Wald. Und wir haben die drei Ebenen, das Unterbewusstsein, das Bewusstsein, die mittlere Welt und die obere Welt, die Welt des Lichtes, der Seele, des Geistes. Und in den schamanischen Arbeiten geht es um die Innenweltreisen, die meist auf der Trommel damals getätigt wurden. Man kann sie auch im reinen Bewusstsein machen oder in der Meditation. Und dazu ist es wichtig, dass wir aus dem denkenden Verstand in den Raum unseres Herzens hineinsinken, weil im Herzen kommt Geist und Seele zusammen. Und da unsere Seele mit ihrer Entstehung, mit der Zeugung, die gesamte Geometrie und auch die gesamte Entwicklungsgeschichte der Menschheit durchläuft, bevor unser Verstand einsetzt, haben wir das Wissen und die Intelligenz bereits in uns. Und unsere Seele kennt ihren Weg, sie kennt ihre Bestimmung, wenn wir ihr vertrauen und ihren Pferden folgen. Und in der Innenweltreise gehen wir an unseren inneren Ort, noch weiter in unsere innere Welt, verbinden uns mit unserer geistigen Führung und dann schauen wir in die Blutslinien, und zwar in alle vier: Mutter der Mutter, Mutter Vater, Vater Mutter und Vater Vater. Und wir reisen auf diesen Blutlinien so weit zurück, das kann manchmal hunderte von Generationen sein, bis ein Lichtpunkt auftaucht. Und dort sind die Ahnen, die in ihrer vollsten Kraft und Größe gewirkt haben. Und das ist oft eine sehr große Überraschung. Da erwarten uns manchmal Dinge, die wir überhaupt nicht erwartet haben. Weil unsere Seele kennt den Weg. Es kann sein, zum Beispiel für mich war es eine Offenbarung. Ich kam in der einen Linie raus und dann war ich in der Mongolei. Und dann trat eine Schamanin vor mir und es war in der mütterlichen Linie. Und meine mütterliche Linie führt genau da lang. Das fand ich sehr interessant, auch das nachher zu recherchieren und zu gucken, ja, das kommt aus dem, geht in Richtung Osten. Und sie sagte... Wieso? Dein Vorname ist ja französisch. Ja, das kommt dann weiter. Die französische Linie kommt aus meiner väterlichen Seite. Und wieso kommt die mütterliche Linie aus der Mongolei? Kannst du da zwei, drei Hinweise? Nein, nicht aus der Mongolei, weil die Linie führt dorthin. Sie kommen aus dem Osten und es ging so weit zurück, dass ich dann dorthin geführt wurde und selber überrascht war, weil ich bis dato zwar das Land toll fand, aber bisher noch keinen großen Bezug dazu entwickelt hatte. Und das meine ich eben, dass plötzlich Dinge auftauchen, mit denen man, die man sich in seinen kühnsten Träumen nicht ausmalen kann, die einem aber erklären, warum man bestimmte Zugänge hat, bestimmte bestimmte Neigungen. Ne? Heißt das denn, dass die Ahnenarbeit unter anderem dazu dient, dass man, du sagtest, bis da Lichtpunkte kommen oder lichtvolle Ahnen kommen, soll sie also dazu dienen, dass ich einmal herausfinde, was in meiner persönlichen Blutslinie möglicherweise an lichtvollem Geist mal inkarniert war? Genau, das ist der eine Punkt. Wir haben ja oft hier nur 3 bis 4 Generationen. Und wenn wir da schauen, ist es oft ein großes Trübsal, gerade hier in Deutschland mit 2 Weltkriegen. Wir kennen oft nur 3 bis 4 Generationen, wenn überhaupt. Also ich kannte noch meine Uroma. Ja, und ansonsten wissen wir recht wenig, wenn nicht in der Familie aktiv Ahnenarbeit betrieben wird, mit Büchern und Aufzeichnungen, wie wir es zum Beispiel in der französischen Linie haben. Da komme ich aus einer Hugenottenlinie, die sich weit verfolgen lässt, weil einer
aus der Familie eben diese Ahnenarbeit gemacht hat und das recherchiert hat und aufgezeichnet hat und Stammbaum gemacht hat. Und da konnte ich das relativ gut zurückverfolgen. Also äußerlich auch anhand von Dokumenten. Genau, genau. Meistens sind das ja dann Kirchenaufzeichnungen, Kirchenbücher. Kirchenbücher, Stammbücher, ne, alles, was so zusammengeführt wurde. Wenn in der Familie das betrieben wird, ist es wunderbar, weil dann weiß man auch, woher stamme ich eigentlich, woher komme ich, was trage ich in mir, welche Themen habe ich, welche erlösten Themen, welche unerlösten. Ja. Das eine ist die Inspiration durch lichtvolle Ahnen. Das andere ist möglicherweise aber auch eine Heilarbeit an Traumata, die ich heute habe oder Blockaden, die ich erlebe oder wo ich das Gefühl habe, irgendwie kann ich mich gar nicht entfalten oder möglicherweise bis hin zu physischen Krankheiten. Kannst du da vielleicht mal zwei, drei Beispiele erzählen, was da an erstaunlichen Dingen teilweise zum Vorschein gekommen ist? Ja, das Ahnenarbeit habe ich natürlich gewählt, auch aus eigenen Bestimmungen. Bei mir in der Familie, wie in vielen Familien, gab es sehr viele Knackpunkte, die mich haben fragen lassen, was ist eigentlich hier los? Warum passieren Dinge so, wie sie passieren? Und die erste Berührung hatte ich dann auch in der Familienausstellung damit, wo man ja direkt die Familie aufstellt und auch die, die hinten dran stehen. Das habe ich mit meinem Mann damals zusammen gemacht. Das war sehr spannend, weil man geht in ein Feld hinein und man fühlt. Man weiß es nicht vom Kopf, aber man fühlt plötzlich die Positionen, die Dinge, die hochkommen. Und anhand deren erkennt man auch bestimmte Muster, die in den Linien sind, bestimmte verborgene Geheimnisse. Nur für mich war das so begrenzt. Das beschränkte sich so auf das direkte Umfeld und auf die vier Generationen. Das, was mich im Schamanismus absolut begeistert hat, war, dass man mal rauskam aus diesem Ganzen erstmal ins Potenzial. Ja, und als ich das Potenzial erkannt habe, wir mussten dann eine Nacht im Wald sitzen, nachdem wir alle vier Linien bereist haben, mit den Zeichen und Symbolen, die wir dort auf diesen Inweltreisen erhalten haben. Kannst du ein oder zwei nennen? Bei mir? Ja, oder bei jemand anderem. Nur damit unsere Zuseher sich mehr vorstellen können. Also zum Beispiel, wenn man auf der Linie reist und man kommt dann in der französischen Linie raus, da habe ich zum Beispiel einen Schreibfeder bekommen. Eine Schreibfeder? Eine Schreibfeder, ja. und Buch und bestimmten. Und du bist ja selber auch Autorin. Das darf ich mal hinhalten hier und zeigen, weil das ein kleines Büchlein ist. Ich hake da einfach ein, weil sich das gut ergibt. Weil das ein kleines Büchlein ist, was du zusammen mit jemandem geschrieben hast, über Ahnenarbeit, wie sie im Huna in Hawaii gemacht wird. Ja. Gut, das heißt, du hast eine Schreibfeder bekommen. Es gibt ja, wer Jan Ruhland googelt, wird ganz, ganz viele Bücher finden. Bei Amazon mal reinschauen, im Tschirner Verlag die meisten erschienen. Aber was für andere Symbole sind aufgetaucht? Es gibt auch Symbole, dass man den Kelch überreicht bekommt oder ein Schwert oder eine, was weiß ich, Schlange mit einem Stab, Eskulab. Oder es gibt ganz viele Dinge, die Seele, also wenn wir auf den Inweltreisen sind, die wir überreicht bekommen und die was mit unserem Potenzial zu tun haben. Und das ist eine Form der Ermächtigung oder der Erinnerung an ein Potenzial und der Aufforderung, der Ermächtigung, mach mal was mit dem Schreiben oder mach mal was mit dem Heilen. Gar nicht so. Oder der Klärung oder wie? Es ist erstmal sehr erstaunlich. Mhm. Und das, was für mich das Erstaunlichste war, wir haben dann die Symbole aufgemalt und waren dann eine Nacht im Wald mit diesen Symbolen. Und die erste Zeit war ich noch so ein bisschen ohnmächtig. Das ist auch so was, was ich kenne aus dem Familiensystem. Und ich habe so gedacht, oh je, wie soll ich diese Nacht im Wald überstehen? Aber plötzlich so um Mitternacht hat es mich hochgerissen und dann habe ich gespürt, boah, du hast eine Kraft im Rücken, eine Power, ja. Auch ich hatte das Schwert zum Beispiel auch, ne, das war hier so und habe ich gemerkt, eigentlich kann mir hier gar nichts passieren. Da gibt es Kräfte, die wachen über mich. Ich bin eingewoben in ein unsichtbares Netz von Kraft und Potenzial und ich habe plötzlich Dinge gesehen, es haben sich Sachen geöffnet im Tagesbewusstsein. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Und dann habe ich auch gewusst, und mit dieser Kraft im Rücken, ja, da kann ich meinen Weg gehen und kann meinem Seelenplan folgen, weil ich habe nichts zu verlieren. Ja, ich habe plötzlich begriffen, wie weitläufig das ist und wie weit das geht. Und das war so gut. Und mit dieser Stärke im Rücken konnte ich dann auch mir den ganzen anderen, die anderen Sachen anschauen, weil ich wusste, dass ich die Kraft habe, sie zu wandeln und dass noch andere also Kräfte da sind. Also die Belastungen oder das, was sonst an Blockaden
oder Belastung oder unaufgelösten Dingen. Genau, und mit dieser Kraft im Rücken war das ein leichtes, weil mit Potenzial und Kraft im Rücken kann man sehr, sehr viel bestehen. Und viele von uns haben nicht das Gefühl, dass ihr Rücken gestärkt ist, ja, sondern sie haben eher das Gefühl, sie tragen die Lasten der Ahnen, sie tragen das Kreuz. Ja. Und es ist einfach wichtig, erstmal ins Potenzial zu gehen. Das Kreuz zu tragen ist ja nur eine mittelalterliche Sache. En passant, nicht alle werden es wissen, das Kreuz war am Anfang im Christentum keineswegs das entscheidende Symbol, sondern ist erst ungefähr um 1000 dazu geworden. Na, das ist ja jetzt nur symbolisch gesprochen. Ich meine damit die Last der Ahnen. Nein, ich weiß, aber doch, das wird ja uns im Christentum häufig vermittelt. Wir hätten das Kreuz mitzutragen. Und es ist diese Büßergeschichte und die Leidensgeschichte und all das. Und ich wollte jetzt noch weiter erklären, und wenn man dann das Potenzial hat und man geht dann wirklich in die Schatten und in die Familiengeheimnisse, ja, Kinder, die nicht angenommen wurden, weil einer der Ahnen Bischof war und heimlich Kinder gezeugt hat und diese Linien eigentlich komplett abgelehnt hat. Und da gibt es dann immer noch Gefühle wie, ich darf eigentlich gar nicht da sein, obwohl sich das in den 2 Generationen hintendran gar nicht bestätigen würde. Ja, aber dieses Urgefühl in der Seele, ja, und wenn man dann in diese Schatten reißt und die anfängt zu erlösen und zu bearbeiten, plötzlich löst sich dieses Muster und man kann wirklich auch hier sein, ja. Diese Sache, die du jetzt gerade ansprichst, dass jemand ganz anders der Vater ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Gestern ist bei uns in den Medien gewesen, wir machen das Interview hier Anfang April 2016, dass einer der führenden englischen Bischöfe herausgefunden hat, dass sein Vater nicht der Vater ist, sondern der Privatsekretär von Churchill sein Vater ist. Das ist jetzt genetisch bewiesen worden. Ich sage das deswegen, weil man am Anfang vielleicht denkt, naja, was ist das für eine Rederei von wegen, dass es ein anderer Vater ist und so weiter. Das passiert viel häufiger, als man denken könnte. Genau. Du machst ja auch Seminare, du machst Reisen, du machst, unabhängig von deinen Büchern, viele persönliche Begleitungen. Gibt es denn irgendeine Übung, die wir am Schluss unserer kleinen Sendung sagen könnten als Einstimmung dazu? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, darauf können wir uns dann freuen. Ja. Dann komme ich jetzt zu einem Punkt, der mich die ganze Zeit immer schon verwundert hat. Ich habe das mal von einem indischen geistigen Meditationslehrer gehört. Ich habe die Zahlen nicht so parat, aber wenn man überlegt, dass jeder 2 Eltern hat und wenn keine Inzest ist, die haben dann wieder und so weiter, wird man feststellen, dass man bei 25 oder 30 Generationen zu zig Millionen kommt, die hinter einem stehen, und man kommt auch dazu, dass wir beiden und die Lieben hier im Studio, die hinter der Kamera sind, wahrscheinlich viel enger verwandt sind, als wir je denken würden. Und das hieße wiederum in dem Ahnenthema, es kann sein, dass wir alle, wie wir hier sitzen, einige Ahnen haben, lichtvolle Ahnen, gemeinsam. So ist es. Genau. Du hast sicher dem mal nachgespürt. Auf jeden Fall. Und wenn wir da hinkommen, kommen wir auch dahin, dass wir eigentlich Brüder und Schwestern im Sein sind. Und als Brüder und Schwestern, egal welcher Kultur, es gibt auch Inweltreisen, wollte ich nur mal erwähnen. Ich habe das ja schon mit vielen Menschen gemacht, die kommen dann in ganz anderen Ländern raus. Eine kam zum Beispiel raus in Peru und konnte sich das gar nicht erklären, obwohl sie eine große Affinität dazu hat. Aber wenn wir an die Völkerwanderung denken, die stattgefunden haben, die Sklaven, die von dort hier rübergebracht wurden nach Europa, ne, die auch wiederum hier ihre Spuren hinterlassen haben, kann das auch durchaus sein, dass Dinge geschehen und dass wir zu Ländern geführt werden, auf die wir gar nicht kommen würden. Ja, weil die Völkerwanderung. Machst du das in Seminaren oder in Einzelsitzungen? Nee, ich mache das in Seminaren. In der Gruppe. Genau. Und am liebsten mit Shanti Devi Felgenhauer, weil sie macht sehr gute Traumaarbeit mit den Ahnen. Sie geht dann mehr ins Ungemach. Ich gehe in die Potenzialarbeit und es ergänzt sich wunderbar zusammen, weil, wie gesagt, wenn wir um unser Potenzial und unsere Kraft wissen, haben wir auch keine Angst vor den Schatten mehr. Und vor allem, man muss ja bedenken, es gibt hinter uns Linien, die sind. Man nennt sie Wächter und Schläfer. Einige schlafen, einige sind aufgewacht. Mhm. Also das Potenzial ist ja immer da. Das ist ja eine fortlaufende Linie, eine fortlaufende Linienführung. Und in den alten Kulturen war es ja noch so, dass das Wissen, das sich die Ahnen angeeignet hatten, weitergegeben wurde an die nächste Generation. Und die dann wiederum, so blieb das Wissen in den Linien auch erhalten, wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Hier gab es irgendwann eine Unterbrechung. Ja, die Ahnen wurden für tot erklärt.
und man hatte nicht mehr den Kontakt und den Austausch. Sie wurden dann für tot erklärt, wenn man sich geniert hat, geschämt hat. Nein. Dass möglicherweise mein Großvater Nazi war. Nein, ich entschuldige, dass ich so direkt frage, damit ich es besser verstehe. Nein, ich meine einfach so, wenn wir davon ausgehen, dass wir fortlaufende Lebensströme sind, alles in Kreisen funktioniert, dann haben wir eine Zeit lang eine Inkarnation hier, ja. Dann legen wir unsere Knochen ab und gehen wieder auf die andere Seite. Ja, und ich meine einfach nur... Ach, und da wird geschlafen. Genau, und hier wurde irgendwann gesagt, also das ist das Grab, da ist tot, da ist nichts mehr. Mhm. Ja, während wenn wir an die alten Stätten gehen, ja, da war es üblich, dass man mit den Ahnen gesprochen hat, dass man sich verbunden hat, weil sie ja geistig immer... Das machen die mystischen Juden heute noch. Ja. Dass sie zum Grab entweder ihrer Eltern gehen oder ihres Rebbes gehen und dort beten und bitten. Genau. Und dann, kleine Zettel hinlegen und so weiter. Und es wurde ja sehr viel aufgearbeitet, auch schon mit dem Abgang eines Ahnen, ne, dass also da nicht ein Karma für die Familie entstand. So war das früher üblich. Und das ist halt hier ganz verloren gegangen. Wir kommen jetzt erst wieder hin durch Leute wie Gordon Smith, ja, der einfach auch mit den Gegangenen spricht und wirklich Dinge rüberbringt, die nur die Person wissen kann. Das ist ja sehr beeindruckend und wo wir auch merken, der Tod ist eine Schwelle, aber keine bleibende Station. Ja? Und das, was in uns lebt, ist ewig und deswegen ist es auch ewig da und abrufbar. Und darauf basiert auch die Potenzialahnenarbeit. Ist es denn mal so gewesen, dass du ab und zu nicht nur für dich, weil du vielleicht geistig weiter oder offener oder wie auch immer bist, sondern dass du auch mal mit Klienten oder Teilnehmerinnen an deinen Seminaren erlebt hast, dass sie ihre lichtvollen Ahnen sozusagen nicht nur durch Symbole, sondern auch als Gestalt gespürt haben, gesehen haben. Ich meine jetzt nicht unbedingt mit offenen Augen oder so, sondern gespürt haben, aha, der oder die sieht ja so aus, hat das und das an, macht so und so. Gab es da Beispiele dafür? Ja, da gab es Beispiele, das erleben viele, die schon sehr so für sich ihre Schritte gemacht haben und die sind so berührt, das treibt einem die Tränen in die Augen und man wird sehr tief in der Seele berührt. Und das ist unglaublich. Und vor allem, was ich jetzt noch sagen wollte zu den Schläfern und zu den Wächtern, ja, irgendwann war das Potenzial ganz da und dann gab es immer Generationen, da war Krieg, da war Verfolgung, da waren schlimme Situationen, da konnte das Potenzial nicht aufwachen. Das sind die Schläfer, aber die hatten trotzdem das Staffelholz und haben es an die nächste Generation gegeben. Und plötzlich waren Menschen da, die hatten einen Zugang, wussten gar nicht, woher das kam, Fähigkeiten, die sie eigentlich jetzt nicht so sich erklären konnten. Und irgendwann ist das Staffelholz bei uns, also von unserer Linie. Das ist insofern ganz witzig. Weil in meiner Familie gab es einen Julius von Rohr vor 250 Jahren und der hat damals schon 30 oder 40 Bücher geschrieben und ich schreibe ja selber auch viele Bücher und habe mich dann auch mal gewundert, ist ja merkwürdig, das gab es sonst überhaupt nicht in der Familie, weil da sonst Beamte und Landwirte und Soldaten und so weiter waren. Also das ist ganz spannend eigentlich. Aber da möchte ich noch was ergänzen. Wenn du dann dir bewusst bist, dass du jetzt das Staffelholz hältst und mit dem Potenzial in Berührung kommst, musst du dir vorstellen, dass kein Leben dazwischen umsonst war. Eben, geht ja gar nicht. Weil das ist ja immer weitergegeben worden. Und dann kommt eine unglaubliche Dankbarkeit und Erlösung für die gesamte Linie, weil kein Leben, egal wie blöd es war, war umsonst, weil das Potenzial kehrt zurück und da geht eine Energie durch die Reihen. Das ist unglaublich, da fließt einfach nur noch alles, weil es so tief die Seele berührt und danach merkt man einfach, es ist was frei geworden, es ist was leicht geworden, es ist wirklich ganz viel gegangen, hat sich gelöst, ohne dass man das groß erklären muss, man spürt das. Sehr schöner Punkt, den du da gemacht hast, danke Jeanne. Das führt mich aber dazu, nun doch noch nicht nur einen Schritt, sondern fast einen kleinen Quantensprung weiterzumachen. Wenn man die Ahnen ganz zurückverfolgt, wo langt man an? Bei Göttin und Gott langt man an in den Plejaden, langt man an, wo langt man an, wenn man es weiter, das hast du sicher schon probiert. Ja, da gibt es die nächste Stufe. Die nächste Stufe ist, wer hat eigentlich einst unsere Seele erschaffen, die sich auf die Wanderschaft gemacht hat durch die Inkarnationen? Und was ist deine Antwort? Da gibt es die Reise zu den kosmischen Eltern, also dort, wo die Seele einst in ihrer Ursprung und ihrer reinsten Energie entstanden ist. Aha, also der erste Schritt der Ahnenarbeit ist hier mal einerseits lichtvoller Ahnen, andererseits Auflösung von Traumata auf der irdischen Inkarnation. Dann die nächste Stufe wäre Ahnenreise zu den kosmischen Eltern. Spannend, erzähl mir mehr davon. Also ich habe ja das auch Aumakua getauft mit der Shanti Devi, weil eben die Hawaiianer sehr weit über den Begriff Ahnen hinausgehen. Sie verehren sie sehr. Und man sagt Aumakua, die ihr vor uns gekommen seid und unseren Weg geebnet habt, wir danken euch.
Denn alles hat dazu geführt, dass du jetzt da bist, dass ich jetzt hier bin. Ja? Und wir bringen zwar ein Potenzial mit, wir werden in einer Familie inkarniert, die genau unsere Wunden berührt, aber auch unsere Kräfte aktiviert, ja, aber das, was wir mitbringen, ist ja formbar, da können wir ja drüber hinausgehen, wir können ja anderes Bewusstsein reinbringen, wir können andere Kraft reinbringen und das geschieht auch durch die Ahnenarbeit. Aber haben wir nicht alle, dann fast alle die gleichen ähnlichen kosmischen Eltern? Ich will nur sagen, die Aumakua gehen noch weiter, weil sie sagen, wir haben nicht nur Ahnen in den Menschenreichen und auch nicht nur Ahnen in den ursprünglichen, sondern wir haben auch Ahnen in den Naturreichen. Wenn man in die Märchen guckt und Mythen der Geschichten, ja, gab es immer Engel, die sich mit Menschenfrauen vereint haben oder Feenwesen, ne, die sich in Menschensöhne verliebt haben und sie verzaubert haben. Oder die Nixen, die berühmten, die dann die Krieger, die jungen, kräftigen Krieger am Strand gelockt haben und so, ja. Und von daher gibt es auch nicht nur die Verwandtschaft zwischen den Menschenseelen, sondern auch mit der Naturseele gibt es Bündnisse. Und das sind auch riesengroße Erkenntnisse für einige Menschen, die merken, ey, ich habe da irgendwo Feenblut, ja. Wie genial. Jetzt weiß ich auch, warum es mich immer dahin zieht. Warum das wird ich immer für viele Leute völlig verrückt klingen. Das ist absolut. Dann, ich meine, manche werden jetzt sagen, wenn sie uns so sprechen, oh Gott, kann der Wulfing das überhaupt aushalten? Wie geht das? Oder ist die Jan völlig ausgerastet? Was redet die da? Also für viele Menschen ist das ja völlig neu, was du sagst. Darüber muss man sich klar sein. Genau, deswegen fangen wir auch mit ganz pragmatischen Sachen an. Familienstellen mit dem Ursprung. Und das ist auch die Übung, die ich dann mitgeben möchte. Sie ist ganz pragmatisch, ganz einfach, ja, zum Abschluss. Und wir steigern das dann. Ja, weil das sind Sachen, da muss man sich langsam hinbewegen. Die Seele öffnet sich langsam und sie gibt nur langsam ihre Geheimnisse der Innenwelt preis. Gut, dann wollen wir aber jetzt mit diesen Sprung im Kosmos mal ein bisschen. Genau, ich wollte nur sagen, aber mit jedem Potenzial, das wir erwecken, werden wir uns klarer darüber, wer wir sind, was wir in uns tragen und was wir beschlossen haben, hier in diese Welt zurückzubringen. Und das ist ganz großartig, weil wir es eigentlich schon von Kind auf gespürt haben. Wir kehren eigentlich zum Ursprung unserer Seele zurück und wir werden frei, genau das auszusprechen. Auch wenn die Hälfte der Welt denkt, hat sie die noch alle? Aber genau dieses gibt mir die Kraft zu sagen, und ich führe die Menschen zurück in die Natur. Ich kann ihnen den Zauber zeigen, ich sehe die Gesichter. Es gibt wir haben das ja mit dir zusammen im Forêt de Brosselion in Merlins Wald gemacht. Wir haben es in Karnak bei den großen Menhiren gemacht und so weiter. Also es war ja immer sehr spürbar. Die Menschen waren ja regelrecht innerlich bewegt, weil sie neue Dimensionen erkannten. Das heißt, bei deiner Arbeit ist es einerseits der Nutzen dieser Ahnenarbeit, dass ich mehr Kraft bekomme, dass ich meine Angst vor dem Leben ablege und zum anderen, dass ich aber auch erkenne, welche Aufgabe habe ich vielleicht oder welche Möglichkeit habe ich und was kann ich beitragen, dass mehr Licht herkommt. Und welche verborgene Schönheit trage ich in meiner Seele, die sich dieser Welt offenbaren möchte? Das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, mit Potenzial und diesem Inneren, alle Kraft kommt von innen. Ja, wenn ich darum weiß, es muss nicht die Welt wissen, ich bin einzigartig, du bist einzigartig, wir sind alle eine eigene Welt in sich und jeder kann den Ruf der Innenwelt nur für sich in Anspruch nehmen. Keiner kann den Weg für den anderen gehen. Und für jeden werden sich andere Türen öffnen, das merkt man auch. Und wichtig ist, dass man den Raum gibt, dass jede Seele im Raum ihre eigene, ganz persönliche Erfahrung machen kann, die sich komplett unterscheiden kann von dem, der nebendran steht. Ja, aber die für den Seelenweg dieser Person wichtig ist, weil sie genau in sich jede Antwort findet, die sie braucht, um das auf die Erde zu bringen, warum sie hergekommen ist. Das ist eine schöne Überleitung zu der kleinen Übung oder dem Raum geben für uns, für unsere Zuseherinnen und Zuseher. Darf ich dich dazu einladen, das zu machen? Und danach machen wir noch einen kleinen Abschluss. Ja, also der wichtigste Schritt, der in jedem Ahnenseminar als erstes gemacht ist, ist den Platz an dem Punkt anzunehmen, wo wir stehen im Stammbaum. Das heißt, die erste Arbeit ist ganz praktische Stammbaumarbeit. Wo stehe ich im Stammbaum? Ja? Und du kannst gerne in diese Kamera sprechen, die dort steht. Dann wissen die Menschen, dass sie persönlich angesprochen sind. Und viele, wenn wir diese Stammbaumarbeit machen, Stammbaum ist der Platz, wo mein Name draufsteht. Das heißt, wenn ich als zweites Kind geboren bin, stehe ich auf dem zweiten Platz und nicht auf dem ersten oder auf dem hintersten. Ich stehe auch nicht auf dem Platz der Mutter als Stellvertreter für die Mutter, die vielleicht ihren Teil dem Vater gegenüber nicht gelebt hat. Sondern das Erste, ich male meinen Stammbaum auf und mache mir erstmal bewusst,
was ist mein Platz im irdischen Stammbaum, weil das ist mein Startpunkt. Dieser Startpunkt wurde mir geschenkt und zu diesem Startpunkt bin ich gekommen. Und wenn ich auf meinem Platz stehe, bin ich sicher, der ist mir gegeben und von dem aus kann ich starten in alle Bereiche hinein, die noch ungemacht sind. Und das kann jeder für sich machen, dass er sich mal überlegt, Stammbaum aufmalen, wo stehe ich? Weil bei ganz vielen ist es so, dass sie überhaupt nicht auf ihrem Platz stehen. Sie stehen meistens in der ersten oder eine Generation sogar noch hinten dran, weil jemand gestorben ist, als sie geboren wurden und sie wurden automatisch als kleines Kind auf diesen Platz gezogen und führen ständig Kriege und haben Erlebnisse, die sie sich gar nicht erklären können, weil sie auf einem Platz stehen, der gar nicht ihrer ist. Und mit dieser Bewusstwerdung, hier ist mein Platz und hier steht mein Name und ich bin die Zweite und nicht die Älteste oder ich bin die Jüngste und nicht die Älteste. Ja, oder ich stehe nicht neben meiner Mutter, also habe ich auch nicht diese Verantwortung, sondern ich stehe in der nächsten Generation, mit meiner Generation und ihren Aufgaben. Ja, oder ich schaue permanent nach hinten statt nach vorne. Das ist so die erste Aufräumarbeit. Stammbaum aufmalen, seinen Platz, sich ganz bewusst machen, zu schauen, welche Einflüsse aus den Linien waren sehr wichtig für mich. Wo habe ich gestanden, wo bin ich jetzt? Und diesen Platz vollständig einnehmen. Und dann geht man zuerst in die zur Vaterseite und dann zur Mutterseite und dann schaut man, was sie einem. Wir haben ja immer ganz viel Potenzial und unser Körper lügt nicht. Und die erste Übung, die wir machen, wie viel Potenzial konnte meine Mutter eigentlich hier leben? Ich lasse meinen Körper fühlen. Das heißt, du fühlst einfach mal, hier ist der Boden und mal sehen, ist es so viel oder so viel. Und dann bleibt meine Hand hier stehen, dann merke ich, mehr ging nicht. Ja, aufgrund von Konventionen, Zwängen, Erlebnissen, eigenen Erfahrungen. Das heißt, es ist ein eigenes Gespür. Gespür, ja. Genau. Und dann merkt man, okay, und dann fließt Mitgefühl, weil man merkt, es ging wirklich nicht mehr, hier geht es nicht weiter, der Körper lügt nicht. Und dann gehe ich mal in das gesamte Potenzial, was möglich wäre, bis ganz nach oben, in die höchsten Ebenen, in die Ebenen, wo wir ewig sind. Und dann merke ich, wie viel nicht gelebt werden konnte. Aha. Ja, und dann schaue ich mal, wenn es diese höchsten Ebenen gibt und auch in meiner Mutter gibt, was wollte sie mir wirklich von ihrer höchsten Ebene eigentlich mitgeben? Und da kommt schon ganz viel Berührung rein und das konnte sie nicht. Und damit geht es schon in die Vergebung, geht es schon in das Mitgefühl und damit auch kann man ins Verständnis. Also zunächst mal sogar einfach, dass ich verstehe, aha, sie war so und konnte gar nicht anders. Das, was sie geben konnte, hat sie gegeben. Mehr war nicht drin aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen. Ja? Und dann auch mal zu schauen, wie viel Potenzial lebe ich eigentlich von meinem Potenzial, das ich habe. Einfach mal spüren mit dem Körper. Ja? Und dann zu sagen, und so viel ist noch drin. Ja? Und sich zu öffnen für das Potenzial. Das sind so die ganz einfachen ersten Übungen in der Ahnenarbeit. Aber die wichtigste finde ich immer noch, diesen Platz im Stammbaum einnehmen. Und dann mache ich als nächstes das Gedicht vom Halil Gibran. Ich bin nicht euer Kind. Ich bin eine Tochter, eine Sohn des Lebens nach mir selbst. Ich komme durch euch, aber ich gehöre euch nicht. Meine Seele wohnt in dem Haus vom Morgen, das ihr nicht besuchen könnt, noch nicht einmal in euren Träumen. Ihr dürft meinem Körper ein Zuhause geben, aber nicht meiner Seele, so heißt das. Denn meine Seele wohnt in dem Haus vom Morgen, das ihr nicht besuchen könnt, noch nicht einmal in euren Träumen. Ihr dürft mir eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn ich habe meine eigenen Gedanken. Ihr dürft so werden wie ich, aber versucht nicht, mich euch gleich zu machen, denn ich bin der Strom, der in das Morgen fließt. Das war jetzt so eine eigene Interpretation, aber wenn man das Gedicht von Halil Gibran einmal aus der Ich-Form spricht, dann spürt man die Kraft, die jede Seele, die hierher kommt, hat und sie kann in ihren eigenen Auftrag gehen. Und das ist das Entscheidende. Wir haben nur ganz kurze Zeit. Da du ja selber Mutter von drei Kindern bist, kann ich mal, und wir uns seit einigen Jahren kennen, kann ich sagen, dass du und auch dein lieber Mann, dass ihr das ja, soweit es irgend geht, verwirklicht und diesen Raum euren Kindern gegeben habt und weitergebt. Ja, und ich meine, gerade das ist spannend als Eltern. Wir müssen uns ja vorstellen, solange wir keine Kinder haben, können wir uns frei außerhalb der Linien bewegen. Da wird uns zwar das eine oder andere einholen, aber es ist nicht so präsent, sagt man mal so. Und in dem Moment, wo Kinder kommen, rasten wir ein in die Ahnen rein und der ganze Schmotter von hinten läuft durch. Und plötzlich hat man eine Vater und eine Mutter, die sich als Mann und Frau nicht wiedererkennen. Die sagen, was ist denn jetzt los? Was sind denn das jetzt für Muster, die hier auftauchen? Ja? Oder warum streiten sich die Kinder? Und in der Ahnenarbeit erkennt man, der kommt aus der Linie und der kommt aus der Linie. Die sind grundverschieden. Ja, weil wir ja sehr viel Muster hinter uns haben. Und wir finden uns auch in der Ahnenarbeit wieder als Mann und Frau.
Ja, weil wir in dem Moment, wo wir Eltern werden, sind wir Teil dieser Linie geworden. Und da gibt es nichts. Und die, die keine Kinder haben, das sind immer die, die neues Potenzial in eine Linie bringen. Ich habe keine Kinder. Ja, ja, genau. Die neue Impulse reingeben, ja, an die sich die Ahnen gerne wenden, damit sie das Potenzial dann auch abzapfen. Wir sind Teil dieser Linie, ja. Und von daher, wenn ich werde eines Tages auch in der Aumakua-Linie stehen, was möchte ich weitergeben? Was möchte ich weitertragen? Und ich möchte, dass meine Kinder ihr Leben so leben, wie sie es für sich vorgenommen haben. Das sind sehr schöne praktische Ansätze. Um es noch mal zu rekapitulieren, das Erste sagte die liebe Jeanne Ruhland, dass ich mal feststelle und durchaus auch grafisch, wo ist eigentlich mein Platz, was ist das, wer und was ich eigentlich bin. Dann aber auch erspüren, wie viel haben Mütter und Vater, also Mutter und Vater, an Potenzial gelebt, hineingehen. Und dann eben durchaus auch schauen, was gebe ich weiter. Das sind so einige erste Ansätze. Ich hoffe ja, dass wir eines Tages noch mal eine Ahnenreise wieder machen. Vielleicht nicht nach Nordfrankreich, sondern an die Mysterienorte in Südfrankreich oder woanders hin. Wenn du einen Ausblick versuchst, weil wir werden ja noch ein, zwei weitere Interviews im Rahmen von Welt im Wandel führen, möglicherweise über Huna, möglicherweise über die heilige Geometrie, Mysterienwege, wir schauen mal zu, das wird auch spannend für unsere Zuseher sein. Wenn du aber mal schaust, du hast 20 Jahre lang ja in der Luftfahrt gearbeitet, bei Fernflügen und so weiter. Du bist Mutter von drei Kindern, das prosaische mal. Du hast aber gleichzeitig entwickelt dein Heilertum, dein Schamanismus, deine Lehrtätigkeit, weil du ja spirituelle Lehrerin praktisch bist und Heilerin. Du führst ja teilweise Zeremonien auch durch, Hochzeitszeremonien, aber auch Verabschiedungszeremonien und Ähnliches. Was hast du für ein Gefühl, Jan, wo dich dein Weg oder welche Themen in den nächsten 2, 3, 5 Jahren wichtig sind? Ich glaube, wichtig ist, dass wir immer mehr in die Schwingung der neuen Zeit eintreten, ganz bewusst. Und für mich ist die Schwingung der neuen Zeit Glückseligkeit und Ekstase. Weil um Himmels Willen. Also sowas, dazu gehört ja Mut, das zu sagen. Man darf dazu sagen, das werden Sie nicht wissen, liebe Zuseher, dass vor wenigen Tagen die Jeanne Ruhland mit ihrer Familie aus Ägypten zurückgekommen ist. Sie hat keine Angst gehabt, nach Ägypten zu fahren und Urlaub dort zu machen. Also Freude, Ekstase. Na, ich denke einfach, also wenn wir so mit uns mit der Seele beschäftigen, die Seele hat ja auch sehr transzendente Ebenen. Und der Ursprung der Seele ist die Glückseligkeit und das Glück. Und unsere Seele ist vom Ursprung her leicht, ja, leicht wie eine Feder. Und ich glaube, wir haben seit Jahrtausenden diese Leichtigkeit und dieses Glück nicht mehr in jeder Zelle gespürt. Und wenn wir mit dieser Schwingung arbeiten, merken wir, dass es wirklich Bereiche in uns gibt, in uns selbst drin, die völlig erkaltet sind, erstarrt sind, wo Schocks drin sitzen. Und indem wir uns auf diese Schwingung einstellen, kann sich das Geometriefeld des Körpers wieder öffnen und diese Bereiche können anfangen zu heilen. Ja, und für mich ist es einfach wichtig, Energie folgt der Aufmerksamkeit, sich auf die Schwingungen von der neuen Zeit einzustellen, weil ich merke auch, wenn wir in der Freude sind und im Glück, sind wir in anderen Schwingungsfeldern, egal was hier passiert, und wir werden einfach getragen auf dieser Welle. Ja? Vielen Dank, das ist ein wunderbares Schlusswort. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, Freude und Glückseligkeit, Leichtigkeit der Seele, das wünsche ich uns allen. Und dazu dient auch viele verschiedene Sendungen hier bei Welt im Wandel. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal hineinschauen. Vielleicht wollen Sie Abonnent, Abonnentin werden bei YouTube von Welt im Wandel. Dann werden Sie immer informiert, was als Neuestes Ihnen angeboten wird. Vielen Dank nochmal. Ihnen viel Segen.